So, herzlich willkommen zu unserer Projektvorstellung. Wir haben, wie ihr schon gehört habt, einen Clickbait-Detektor gemacht. Ihr werdet heute sehen, wie er genau funktioniert. Aber wenn ihr nicht wisst, was genau Clickbait ist, Remo wird es euch. Wir alle fünf sind begnadete YouTube-Schauer und haben schon oft erlebt, dass wir auf ein YouTube-Video geklickt haben und einfach den Content, den wir erwartet haben, nicht bekommen haben. Und dann dachten wir uns eben, dass wir einen Detektor machen, den, wenn man ein Video anklickt, dass sozusagen dann steht, das könnte Clickbait sein, der Inhalt, den du vermutest, wird da nicht angezeigt oder kommt vor. Ja, und wie das Ganze funktioniert, das erklären euch jetzt Julien und Michael. Also, ich habe ein Plugin geschrieben, das holt von YouTube die URL von dem Video und die URL wird zu einem Server geschickt, den Michael geschrieben hat. Also auf dem Server läuft ein Python-Script, das mit der URL den Titel vom Video abruft und dann schickt es den Titel an eine API, die dann die Text einkategorisieren kann, und wir haben sie so eingerichtet, dass sie den Unterschied zwischen einem Titel mit Clickbait und ohne merkt. Und dann schickt es das zurück an das Plugin, das es dann anzeigt auf der Webseite. Für alle Leute, die es noch interessiert, hier, das ist der Code für den Server in Python, und das hier ist der Code von dem Plugin in JavaScript. Und jetzt sollte eigentlich noch eine Live-Präsentation kommen. Das heißt, wir suchen uns jetzt ein, also wenn es funktioniert, wir suchen uns jetzt ein zufälliges YouTube-Video aus und der Detektor soll dann schauen, ob das jetzt Clickbait ist oder halt nicht. Oh, es funktioniert. Das Video läuft. Wir haben ein paar Screenshots gemacht, die Bildschirmaufnahmen gemacht, wo es funktioniert hat. Es kann sein, dass es jetzt nicht funktioniert hat wegen dem Internet, beziehungsweise dass es sich nicht so schnell mit YouTube verbinden kann und es dann alles nicht aufgeht. Da, man sieht es. Es sollte eigentlich so anzeigen, wie man es auf dem rechten Bild sieht. Ja, das wär's. Großartig, großartig, großartig.